Hey Leute, ihr seht richtig, wir sind immer noch in der Rolle des kleinen großen Spürhunds Toby, der letztes Mal diese Pfosten überquert hat, um auf die andere Seite zu kommen. Da steht noch unser Herrchen Sherlock und ich glaube, wir müssen ihn jetzt erstmal auch überlassen. Das ist schon relativ wichtig, glaube ich. Kriege ich aber auch lecker, ne? Also, das geht ja mal gar nicht an mich. Ich schufte hier für den Sack und ja, gibt mir nicht mal was dafür. Nichts. Gehe ich erstmal hier lang. Ich werde ja wohl irgendwo wieder irgendwelche Fußabdrücke sehen. Was ist hier eigentlich? Oh, hier haben wir was. Ganz viele Fußspuren. Im Sand. Oder auf der Erde. Von innen verriegelt. Was können wir da nur machen? Beispiel ist Apparatur benutzen. Um hinein zu gelangen. Toby hält sowas out. Aus der kann das. Toby ist einfach ein Genie. Machen wir ihm jetzt erstmal die Tür auf unserem lieben Herrchen Sherlock. Toby schafft das, den Stock vor den wegzunehmen. Gut gemacht, Toby. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Ja, bin ich. So. Folge mich. Ja, da. Das Tor ist verriegelt, aber wir können es gewaltsam öffnen. Geht einmal los, oder? Oder was tun wir? Was tun wir? Was ist denn da so zu finden? An der Wand. Einige Eispickel fehlen. Wieso öffnen wir es denn nicht gewaltsam? Guck mal da. In der Wand. Hast du jetzt nicht gesehen, ne, Sherlock? Warte mal, hier. Er hat Eispickel benutzt, um durch das Fenster zu klettern. Das Fenster da ganz oben. Das wir jetzt nicht sehen können, aber okay. Ja. Was hatten wir denn oben nochmal? Ist jetzt die Frage. Haben wir da etwas, was wir gebrauchen konnten? Nee, ne? Dann gehe ich nochmal wieder runter. Hi, Sherlock. Guck mal, ob wir es jetzt nicht doch irgendwie öffnen können. Das Tor ist verriegelt. Das Tor ist verriegelt. Ja, dann mach's doch auf. Einige. Sagst du, man kann es gewaltsam öffnen, also wo ist das Problem? Das Tor ist. Ja, dann öffne es. So schaffen Verstand, Leute. Hier, mach auf die Scheiße. Wieso willst du denn nicht aufmachen? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Was sollen wir denn jetzt hier machen, bitteschön? Oh! Ha! Natürlich nicht er öffnet es gemeinsam, sondern wir als echte Spürhunde, du. Ja.
Schalke ist aber auch echt faul, ne? Muss man mal so sagen. Ganz definitiv. Sherlock, du stehst so ein bisschen im Weg. Na gut, dann so rum am besten, ohne das Mikro umzuschmeißen. Welche Richtung ist er jetzt gegangen? Die oder die? Geh jetzt mal hier da. Hier ist aber offenbar nichts. Dann gehen wir mal hier längs weiter. Da hinten das Tor. Unser Freund muss auf der anderen Seite des Tores sein. Ja, aber wie kommen wir da hin? Vielleicht hier rüber? Nein, lieber nicht. Ach, wieso denn nicht, Sherlock? Was könnten wir dann machen? Wenn ich das noch wüsste. Hier, da habe ich doch jetzt was entdeckt, du. Hebel. Los. Wie gesagt, am besten ohne das Mikro umzuschmeißen. Ach, ich weiß, woran es liegt. So. Jetzt können wir rüberspringen. Tada! Was machen wir jetzt mit dem Wagen? Auch keine Innenbahn, damit eine Brücke. Ich kann Sherlock rüberlaufen. Was irgendwie ein bisschen krüppel aussieht, aber okay. Oh, jetzt weiß ich es, glaube ich, wieder, wie es weitergeht. Hier, 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 hier. Nicht springen, Toby. Versuchen wir einen anderen Weg hineinzufinden. Ach, aber dabei ging das doch so einfach. Sieht zumindest so einfach aus. Hier, lass mich da mal. Hier, hallo. Ich nehme den langen Weg. Dann gehen wir hier halt rein. Das Spiel wird nicht automatisch gespeichert. Hey, das sagt ihr uns aber früh. Such, Toby, such. Braver Hund. Yep. Was soll ich denn suchen? Ist jetzt die Frage. Die Frage, ne? Das hier soll ich suchen. Ich wusste noch nicht mal, wo es war. Jetzt kann ich nach unten. Schön, dass du jetzt nach unten kannst, Sherlock. Aber Toby, also ich war schon längst unten. So, hier lang ist er irgendwie gelaufen, ne? Das ist ein seltsamer Raum.
Eine Katze. Da schlage ich aus. Nein, offenbar nicht. Toll. Toby hat uns im Stich gelassen. Ist ja sehr super. Tja, leider hat der Part jetzt an Toby auch schon wieder ein Ende. Boah, ist das heiß. Mach mal ein Fenster auf hier, du. Ach, ein bisschen Wasser drüber kippen. Passt schon, ne? Tops, wo bist du, alter Hund? Wer steht denn da? Komm, wir werfen dein Messer. Ne, wir wollten uns anschleichen, ne? Hier bin ich. Sicher. Nur keine Angst. Ganz ruhig. Sie sind es. Gehen Sie weg. Ich will doch nur reden. Werden Sie nicht hysterisch. Weg mit der Waffe. Ich traue Ihnen nicht. Sie wollen mich holen. Kommen Sie keinen Schritt näher. Oh. Das tut weh. Vermutlich. Der arme Mann. Was für ein schreckliches Ende. Da ist nichts mehr zu machen. Aber hinterher spring raus, Fisch, um uns zu beatmen. Er ist erschrocken, als er sie gesehen hat. Er muss mich mit jemandem verwechselt haben. Gehen wir. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Tschüss. Wir sind schon die ganze Nacht unterwegs, Holmes. Ich habe wirklich genug. Und dann dieser arme junge Mann. Machen wir uns auf die Suche nach einer Polizeistation. Keine gute Idee. Es steht nicht zur Debatte, die Polizei einzuschalten. Haben wir uns verstanden? Lassen Sie uns lieber sehen, wie wir am besten unsere Ermittlungen fortsetzen. In Ordnung, Holmes. Holmes, ganz offensichtlich kommt es überall, wo wir hingehen, zu einer Katastrophe. Überall. Nein, fast überall. Kehren wir so schnell wie möglich in die Bäckerei. Und eine Sackgasse ist es auch nicht wirklich. Ja, nach Hause würde ich sagen, ne? Das Spiel wird nicht automatisch gespeichert. Ach. Sag doch nicht sowas. Oh, also war das alles für die Katzen? Hm. Sie haben nichts gefunden. Sherlock Holmes ist überhaupt nicht cool, finde ich. Ich glaube, ich mag ihn nicht. Schaut, was ich gefunden habe. Lass das. Wir mögen ihn zwar nicht, aber das muss nicht sein. Gib das zurück. Ist doch nur eine Puppe. Das ist der Speicher von Sherlock Holmes. Muss alles ihm gehört haben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Lies weiter. Ja, weiterlesen. Geschichte ist noch nicht zu Ende. Spuren und zwei Sackgassen. Der arme Neffe ist tot, aber Baines hat die Mörder des Bischofs. Jetzt fehlt nur noch der Hattentöter. Haben Sie ihn befragt? Nein. Darf ich fragen, wann Sie das zu tun gedenken? Gar nicht. Sobald ich ihn gefunden habe. Was? Wollen Sie etwa damit sagen, dass er ein weiteres Mal entwischt ist? Ja, aber dieses Mal war es nicht Ihr Fehler und auch nicht meiner. Sie haben mich benutzt, Holmes. Ich habe unwissentlich einem der gefährlichsten Verbrecher des gesamten Königreichs zur Flucht verholfen. Jetzt machen Sie sich nicht in die Hose, Watson. Ganz ehrlich. Eine Erklärung würde nichts bringen, sondern nur zu weiteren sinnlosen Fragen führen. Haben Sie bestimmt wohl durchaus einen Anhaltspunkt, wo er sich verstecken könnte? Na. Vergessen Sie Hans Schiemann für den Moment, Watson. Vertrauen Sie einfach darauf, dass sich alles so fügen wird, wie es soll. Auf jeden Fall hat sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet. Sehen Sie sich nur die Überschriften an. Alle Zeitungen berichten darüber. Und der Globe Explorer. Die Redakteure reiben sich sicher die Hände. Sollen die Hunde doch mit dem Rudel bellen, Watson? Aber wie konnte Farley so gut Bescheid wissen? Tja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Unseren Besuch in der Opiumhöhle mit allen Einzelheiten. Woher wusste er das alles? Befragen wir ihn doch. Im Gegensatz zu Ihnen, Watson, glaube ich nicht,
dass wir es hier mit Sackgassen zu tun haben. Uns fehlt einfach nur der Zusammenhang. Etwas oder jemand, wo alle Fäden zusammenlaufen. Dieser Fahle kommt einem schon komisch vor, ne? Journalisten könnte dieser jemand sein. Sollen wir versuchen, seine Identität aufzudecken? Das ist zwingend erforderlich. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wir müssen mit Mr. Farley reden. Ja, sehr gute Idee. Jetzt habe ich keine Lust mehr, den zu lesen. Tut mir leid, aber wir wissen ja, wie Hans Schiemann denkt und handelt, oder? Ist mir das... Das ist eigentlich ein Kurzartikel, ne? Hans Schiemann, dem berüchtigten Rattentöter, der als verurteilter Mörder seine Haftstrafe in Westgate verbüßte, gelang einer der spektakulärsten Ausbrüche in der Geschichte Englands. Der Ausbruch erfolgt ohne Gewalt und Blutvergießen. Ungewöhnlicherweise gab es laut der Gefängniswärter im Vorfeld keinerlei ungewöhnliche oder verdächtige Vorkommnisse. Die Abwesenheit des gefährlichen Häftlings wurde interessanterweise von jemandem bemerkt, der mit dem Gefängnis nicht das Geringste zu tun hat. Bei dieser Person handelt es sich um keinen geringeren als Dr. John Watson. Ja, meine lieben Leser, Sie haben richtig gehört. Dr. Watson, Freund und Gefährte des Detektivs aus der Baker Street, Mr. Sherlock Holmes. Laut Aussagen des Gefängnisdirektors stattete Mr. Holmes dem Gefängnis einen Besuch ab, um Hans Schiemann zu verhören. Angesichts der Tatsache, dass Schiemann nicht ohne die Hilfe von außen hätte fliehen können, liegt die Vermutung nahe, dass dies der Grund für Mr. Holmes' Besuch war. Es ist nun die Aufgabe der Polizei, die Ermittlungen erfolgreich abzuschließen. Allerdings scheinen sie zurzeit alle Hände voll zu tun zu haben. Gestern Vormittag ließ Inspektor Baines verlauten, dass zwei Personen festgenommen wurden, die an der Ermordung des unglückseligen Bischofs von Knightsbridge beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden Verdächtigen wurden in einer Opiumhöhle in Whitechapel verhaftet. Die Befragung der Mitarbeiter dieses Etablissement gab zwar keine Hinweise bezüglich der Identität der beiden Männer, allerdings konnten die Beamten Erfahrung bringen, dass Sherlock Holmes zum Zeitpunkt der Verhaftung ebenfalls in dieser Opiumhöhle zugegen war. Der Besitzer dieses Etablissement, Mr. Chen Chao-Hu, bezichtigt den Detektiv sogar der schweren Körperverletzung, der er einen seiner Angestellten angegriffen haben soll. Die Person wurde bewusstlos mit einer Spritze im Arm gefunden. Der Mann wurde unverzüglich ins Krankenhaus gebracht und die Analyse ergab, dass ihm ein äußerst gefährliches Betäubungsmittel verabreicht worden war. Mr. Chen bestätigte, dass zum Zeitpunkt des Angriffs nur Sherlock Holmes und sein treuer Gefährte Dr. Watson in der Lage gewesen sein konnten, diese Tat zu verüben. Mr. Chen gab außerdem zu Protokoll, dass es zu diesem gewaltsamen Übergriff kam, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, in denen sich die zwei verhafteten mutmaßlichen Bischofsmörder aufhielten. Was führte Mr. Holmes in diese Opiumhöhle? Offensichtlich wusste er davon, dass die Mörder des Bischofs von Knightsbridge dort waren. Warum informierte er nicht die Behörden und ging stattdessen auf eigene Faust vor? Warum griff er den Mitarbeiter der Opiumhöhle an? Liebe Leser, unsere Nachforschungen haben gerade erst begonnen. Oh, Farley. Ach, ich wollte ja zu dem hin, ne? Da ist ein hässliches Büro. Ein paar mehr Texte für den Ladescreen hätte ich schon einbauen können. Wir sind in Farleys Büro. Man kann nicht behaupten, dass Moral eine übergeordnete Rolle in seinem Leben spielt. Sehen Sie sich die Überschriften an den Wänden an. Wie Trophäen für schlechten Geschmack. Weder zu seinen Vorlieben, ne? Erfahren wir ja gleich, warum er so erpicht darauf ist, den Ruf zu schädigen. Vielleicht. Presseausweis. Osmond Farley. Das ist sein Mantel. Schön für ihn. Zigaretten. Keine außergewöhnliche, teure Marke. Kaffee. Er ist noch heiß. Ein elektrischer Kasten. Interessant. Sehr interessant, sehr sogar. Die Tür ist abgeschlossen. Hat Farley Angst, überrascht zu werden?
Er masturbiert. Ach nein, Internet gibt es ja erst so seit ungefähr 30 Jahren. Gut, sagen wir 40 in der ersten Version. Die Herren Holmes und Watson, was für eine Überraschung. Was ist so überraschend daran, von den Opfern seiner Verleumdungskampagne aufgesucht zu werden? Ich verleumde nicht. Ich informiere. Sie werden die Konsequenzen dieser Artikel zu tragen haben, Mr. Farley. Okay. Ihre Worte klingen wie eine Drohung, Mr. Holmes. Ich drohe nicht. Ich warne. Sie machen mir keine Angst, Mr. Holmes. Jetzt ist die Tür auf einmal zu. Ihre kleinen Geheimnisse. Und schon bald wird ganz London erfahren, wer sich hinter der makellosen Fassade des Detektivs verbirgt. Dank meiner Arbeit wird die ganze Welt den wahren Sherlock Holmes kennenlernen. Gentlemen, ich wünsche Ihnen einen köstlichen Tag. Gleichfalls. Was für ein Flegel. Ist doch egal, Watson. Ich finde solche Leute cool, die ankommen. Ich wünsche euch noch einen scheußlichen Tag. Er ist gerade mit dem Essen fertig. Und seine Hände sind sicher genauso dreckig wie sein loses Mundwerk. Der Kerl hat keine Manieren, Holmes. Widerlich. Lassen Sie sich nicht täuschen, Watson. Die Verarbeitung seines maßgeschneiderten Jacketts lässt darauf schließen, dass er ein Mensch ist, der sehr auf sein Äußeres achtet. Wenn Farley gegangen ist, ohne sein Jackett abgewischt und seine Hände gewaschen zu haben, dann weil er uns kostbar jeden Preis aus dem Weg gehen wollte. Aber warum? Das finden wir heraus, wenn wir sein Büro genauer unter die Lupe nehmen. Das wird die Sekretärin nicht zulassen, Holmes. Bitte versichern Sie mir, dass Sie nicht vorhaben, ihr auf irgendeine Weise Schaden zuzufügen. Nein, 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 nein. Ganz und gar nicht. Nur wenn wir alle anderen Mittel und Wege ausgeschöpft haben.